Gedenkmarsch mit Nachspiel. Der gestrige Fackelzug der Schützen in Bozen sorgt für politische Auseinandersetzungen. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Tagesschau am Sonntag. Nur wenige Stunden nach dem gestrigen Schützenaufmarsch in der Landeshauptstadt ist eine heftige politische Diskussion entbrannt. Die Gedenkveranstaltung anlässlich 100 Jahre Marsch auf Bozen sorgt für politische Nachwehen. Der Gedenkmarsch der Schützen gestern Abend sorgte auf italienischer Seite für Irritationen. Der Fratelli d'Italia-Politiker und Urzi-Nachfolger im Landtag, Marco Galateo, schreibt in einer Aussendung, die Schützen hätten gegen den demokratisch errungenen Wahlsieg von Giorgia Meloni demonstriert. Er bezeichnet die Schützen als paramilitärische Organisation, die Politik mache. Und er wiederholt die von Alessandro Urzi bereits mehrfach geäußerte Forderung, die öffentlichen Beiträge an die Schützen einzustellen. Den Gedenkmarsch bezeichnete Galateo als Militärparade und Provokation. Doch nicht nur die politische Rechte, auch bei Mitte-Links-Politikern stößt der Gedenkmarsch auf Kritik. Senator Luigi Spagnoli heute beim Albini-Treffen in Bozen. Gestern Abend gab es eine Veranstaltung der Schützen. Sie haben zu Recht auf die Gräueltaten der Faschisten vor 100 Jahren hingewiesen. Aber sie haben es für sich allein gemacht. Sie haben die anderen ausgeschlossen und so signalisiert, dass die anderen nicht zählen. Auch das offizielle Bozen hat heute der Machtergreifung der Faschisten vor 100 Jahren gedacht. Die Gemeindeverantwortlichen haben in einer schlichten Feier vor der heutigen Dante-Schule eine Gedenktafel angebracht, um daran zu erinnern, dass der Faschismus in Südtirol tiefe Gräben hinterlassen hat, bis heute.